Und die Easy und ich sind heute im Anleck-Simulator. Okay, wir müssen Sachen anlecken. Nicht mich. Wie zum Beispiel hier diese Spinne. Schmeckt meine Füße. Oh Gott. Schmeckt Käsig. Gut. Lecker, lecker. Und damit unsere Zunge länger, weil wir mehr Sachen anlecken. Und ich habe jetzt den ganzen... Wir müssen jetzt einen Spind anlecken. Ich hab den Spind jetzt weg. Ich hab den aufgeleckt. Ja, das ist ja voll widerlich. Oh mein Gott. Wie hast du deinen Spind in der Schule nicht angeleckt? Nein, ich hab meinen Spind nicht angeleckt. Okay. Das ist ja voll ekelhaft. Die anderen Leute fassen das Ding auch an und ich soll das jetzt anlecken? Oh Mann. Ja, ein bisschen eklig ist es schon. Okay, ich habe jetzt hier meinen Spind verkauft und arbeite an dem weiter. Weißt du, ich hoffe, dass wir auch was richtig Leckeres anlecken können. Das hoffe ich auch. Also der Spind ist sehr metallisch. Kann man was Besseres anlecken? Warte, ich glaube, du kannst im Shop vielleicht eine neue Zunge kaufen oder so. Okay, ich bin... Willst du besser alles anlecken? Oh, wir können hier eine Kategorie. Will ich erst eine größere Tasche oder mehr Strength? Ich möchte Strength. Upgrade. Also das kostet nur 50 Münzen. Ich habe mich dafür die Tasche entschieden. Warte, was kostet denn die Tasche? Hier, 50 Dollars, die habe ich sogar. Dann kann ich mir 50 Spindanleckstellen oder sowas speichern. Ich finde es auch richtig ermutigend, wie die nächste Floor einfach 75.000 kostet. Ich habe gerade keine 75.000 bei mir. Ich habe mir jetzt weggeleckt. Ich habe mir jetzt den Klassenraum hier unlockt für 100 Dollars und lecke jetzt den Schreibtisch weg. Ach, das können wir auch? Wir können alles weglecken, easy, Digga. Das ist ja super! Yeah, Unlock! Ja, stimmt. Ich mach den Lehrerschreibtisch. Den oh Lehrerschreibtisch? Okay, ich verkaufe. Ja. Habe ich viel Geld gekriegt. Okay, okay, oh dann kann Gott, ich mir was vielleicht. Was hat der Lehrer denn da gegessen? Das schmeckt wie alter Fisch. Eine längere Kaugummi. Zunge kaufen. Zack, zack. Hier, warte, ich kaufe eine neue Tasche und dann stecke ich meine Zunge in den Mülleimer. Richtig ekelhaft, gell? Okay, hier, ab ins Klassenzimmer. Ich nehme den blauen. Willst du den? Oder willst du den blauen? Da steht jetzt Recycling. Während ich den Mülleimer auflecke, möchte ich nur mal anmerken. Hast du alles angeleckt, was so Müll war? Oder? Ja. Widerlich. Weißt du, dafür steht das Recycling auf dem Müll, bis dann irgendwann die Schüler kommen und den dann recyceln. Recycling. Ich mache hier die ganze Zeit an der Seite diese kleinen Jobs. Die bringen mir viel Geld, habe ich erkannt. Dann steht da hier... Ich soll 8 Schülertische. Oh, ich soll nochmal ein Recycling hier collecten. Okay, wir kaufen uns das Eier, habe ich gehört. Ich verstehe dich. Ja, okay, pass auf, die Cafeteria kostet 5.000. Schaffen wir das? Okay, erstmal schlüpfe ich ein Ei. Okay, Basic Egg, let's go. Basic Egg. Oh, du hast schon Bunny? Du hast eine Katze. Ich habe eine Katze. Oh. Ich habe Ultra Rare, das macht 5 Strengths und 2x Geld. Ich habe Common, das macht nix. Ich glaube noch eins. Ich habe noch genug Geld für noch eins. Noch eine Katze. Juhu, kommen. Yeah. Ich habe noch einen Bunny bekommen. Wie jetzt? Yeah, 3 Großer Bunnies. Betrug hier. Ich kaufe mir jetzt auch noch eins. Ich werde alles ganz viel schneller ablecken als du. Nein. Oh, ich habe einen Hund. Der ist wenigstens ankommen. Der ist jetzt zwar nicht so gut wie der Bunny, aber besser als die Katzen. Nice. Der Hund. Okay, ich und meine kleine Tierarmee machen uns jetzt hier weiter ins nächste Klassenzimmer. Oh, nein. Goldener Tisch. Der ist sicher viel wert. Mir schenkt gerade jemand etwas. Du schenkst jemand was? Ich schenke ihm das schlechte Pad zurück. Let's go. Ich kriege... Oh mein Gott. Okay, ich bin ready. Okay, was kriegst du? 6,2 Millionen Strengths. Und was? 2000... Was? Ja, yes! Nice Trade Success. Was? Mit wem hast du hier getradet? Holy moly, das fliegende Ding. Mein Pet macht die Sache für mich. Warte, Ronja, ich sag dem jetzt so, leck den Lehrertisch an und er macht es so. Und dann hat es den Lehrertisch an. Innerhalb von einer Sekunde hat er den weggeleckt. Was? Ich muss zählen. Nein. Mein Pet ist zu gut. Oh mein, ich habe 700.000 Gold, Ronja, bei mir läuft. Wie jetzt? Das ist ja... Danke, gutes Pet. Okay. Ein braves Pet. Okay, alles klar, so wird gespielt, also verstehe. Okay, hey, möchtest du hier eine coole Katze? Ja, ich möchte die coole Katze. Come on! Okay, es lädt. Oh, yeah! Success! Okay, ich gebe sie zurück, versprochen. Kümmere dich gut um meinen fliegenden Engel. Ich kümmere mich gut um, warte, ich muss ihn erstmal ausrüsten, meine Tiere. Hier, equip.
Finde ich cool aus, richtig cool. Der geht richtig, oh, der ist richtig schnell, der ist voll effizient. Aber mega, wo hast du die 7.000 Euro her, 700.000? Ja, die habe ich mal so eben verdient, glaube ich. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, ich mache ein paar Upgrades. Machen wir ein paar Upgrades. Das ist ja, das funktioniert so viel besser, als wenn man selber hier Sachen gut anlecken, ja? Muss. Der ist richtig, ja, gut. Ja, ich bin auch der Meinung. Ich weiß auch nicht genau, warum so kleine Kloschüsseln spawnen, wenn man was fertig geleckt hat. Weißt du das? Die muss man hier einsammeln. Richtig. Deine Tüte ist voll. Ey. Okay. Oh mein Gott. Was? Der bringt auch viel mehr Geld. Ich habe jetzt 1,4 Millionen. Ja, sag ich ja. Der ist richtig gut. Das ist ein großer Skandal hier. Wo hast du denn das Ding her gehabt? Das hat mir jemand getradet, richtig nett. Ja, komm, wir gehen in die Cafeteria jetzt erstmal. Kommst du mit? Verliebt. Ja, ich komm mit. Ja, ich sag, wenn man das Pad eine Weile hatte, dann upgradet man ja auch recht schnell. Ja, ja. Ja, jetzt denkt er hier mit seinen kleinen Missionen. Jetzt mach hier Wasser, Vending Machine, da ist eine Bench. Ich brauch noch ein... Ach, wo ist eine Bench? Was die brauche ich. Ist alles? Genau. Nice! Klasse. Okay. Dann sell ich mal wieder. Ich geh auch gleich. Wobei, ich brauche nicht sellen. Ich habe 35.000 Platz in meinem Backpack. Warte, ich gehe jetzt für Expensive Bag. Kann ich mir noch leisten. Danach bin ich leider erstmal arm, aber habe jetzt auch 78.000 Platz. Yeah! Weißt du was? Lass uns doch vielleicht in den nächsten Floor gehen. Hast du genug Geld dafür? Ich würde auch sagen. Komm mit. Oder soll ich dir noch 75.000. Kann kurz mal den Harmonica Angel traden? Nee, es reicht mir. Ich habe 350.000 habe ich noch übrig. Okay. Ich denke, hier wird es auch doppelt so viel wert sein, sehe ich hier. Doppelt so viel, nice! Okay. Und man kann sich hier richtig coole Eggs kaufen, guck mal. Für 500.000. No, das kann ich mir noch nicht leisten. Warte, ich kann dir gleich den Dings traden nochmal. Ich bin jetzt im Kunstzimmer und arbeite hier an einem Kunsttisch. Und jetzt an der Statue. Nice. Jetzt hole ich mir mal ein gutes Egg hier. Für eine halbe Mille. Zack. Okay. Boah, ich kann ja auch gleich zählen. Ich glaube, Ultra Rare! Ultra Rare, was hast du gekriegt? Was? Oh mein Gott. 10% Chance, das zu kriegen. Oh mein Gott, warte, ich habe hier 113 Millionen. Oh mein Gott, du hast so ein Dings? Ein Leoparden, yeah, ein Cheetah. Sick. Okay, warte, ich hole mir auch mal ein Exotic Egg. Okay, 600. Oh, ich habe einen Tiger, aber der ist nur rare. Na gut. Warte, und ja, das Pets. Gym kostet 650.000. Also wenn du Sport machen willst... Ich liebe das Gym, ich lebe im Gym. 650.000, ach, das habe ich doch. Das habe ich doch in der Tasche. Moment. Hier das, ja. Ja, hier, Unlock Gym. Habe ich, gar kein Problem. Ja, nice. Hier, glaub, die Basketbälle. Was tun hier. Esse ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem ganzen Geld. Ich kaufe mir jetzt erstmal gleich Strength. Ich glaube, alles andere wäre hier Waste. Okay, ich gehe jetzt mal kurz zählen. Update, yeah. Und dann kaufe ich mir hier Strength. 1 Million, gar kein Ding. 2,5 Millionen, kein Ding. 5 Millionen, gar kein Problem. 10 Millionen, auch nicht. 25, nochmal 50 Millionen drauf. Vertreib einfach! Jetzt habe ich das nächste, kann ich mir nicht leisten. Das kostet leider 100 Millionen. So viel habe ich 100 nicht. 100 Millionen. Hast du nicht. Oh Mann. Hm. Ist ein bisschen peinlich. Ein bisschen härter arbeiten, ja. Aber ich kaufe mir jetzt hier die galaktische Tasche. Ich glaube, du solltest ein bisschen weitergehen, oder? Das ist wahrscheinlich einfach nicht der richtige Bereich für dich. Vielleicht ist es nicht der Bereich. Nee, ich gehe jetzt auch weiter. Okay, warte. Oder hast du noch genug Geld? Nee, ich habe keine 10 Millionen. Das ist ich habe auch keine 10 Millionen tatsächlich gerade. Ich habe viel ausgegeben. Das heißt, ich kaufe mir in der Zwischenzeit noch ein Eck. Ja, mach das. Mal gucken, ob da was Schönes drin ist. Oh mein Gott, ich habe einen Drachen gekriegt. Der ist legendary. Nein, was? Oh, der ist so 1%. Okay. Happy, nice, zeig mal her. Warte, ich equip den. Hier, der fliegt auch. Oh, wie cute. Der ist zwar nicht ansatzweise so gut wie der Engel, aber ich denke, der wird hier erstmal mich gut über die Runden bringen. Alright, gut. Ich glaube, ich habe die 10 Millionen. Okay, willst dann du deinen auf Engel wieder? In den... Nee, alles gut. Du kannst ihn noch kurz behalten. Dann können wir im nächsten Floor schon mal was anlegen. Können wir dann traden. Bell. Und? Oh, das sieht fancy aus. Hier ist so eine Art Kunstgalerie, hä? Huh? Ah ja, okay, warte. Okay. Oder so nice! Eine Art... Das sieht gut aus hier. Ja, das sieht auch wertvoll aus.
Total. 250 Millionen. Oh mein Gott, ein schönes. Oh mein Gott. Für den Thronraum. Wo bist du? Ich bin hier oben, Bilder anlecken. Du fängst schon an, Bilder anzulecken? Mhm. Mir schmecken am besten die roten Bilder. Da ist am meisten, weißt du, von der Farbe drin. Von der Farbe. Gutes Geschmacksprofil auf jeden Fall. Yeah, bisschen total. Scharf. Legendary! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, was? Was? Nein! Warte, was hast du gekriegt? Never, guck mal. Warte, ich komm runter. Golden Dominus, 1% Legendary. What? Ich glaub es nicht. Warte, wie viel bringt der dir? Der bringt... Wie viel bringt der? Wo sehe ich das? Wenn du auf Pets gehst, dann steht das quasi als Stats dabei bei denen. Okay. Ah, ich zerlege hier gerade übrigens den, das Schlafzimmer. Der bringt mir 6900 Strengths und 76 mal das Geld. Okay, okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht so gut wie der Engel, nein. Das ist nicht so gut. Klar. Der Engel bringt auch insane. Ich habe immer noch ein Ultra Rare Raccoon und ein Rare irgendwas. Warte kurz. Okay. Ein Rare Monkey habe ich noch bekommen. Ein Rare Monkey? Die geben mir auch relativ viel. Ich freue mich schon, wenn mein Rucksack irgendwann mal voll ist und ich hier großes Geld mache. Oh yeah. Hier ist für 1 Million noch das Purple Bedroom. Hast du den? Nee, den habe ich noch nicht. Oh, Ronja, da solltest du mal langsam dich ransetzen, sonst ist hier bald alles weggefuttert worden. Okay. Stehe. Ist natürlich auch ein anstrengender Beruf hier, so viel auflecken zu müssen, aber ich denke, einer muss es tun. Wie viel kostet denn die nächste Ebene? Ist es der Thronsaal? Nee, Next Floor kostet 25 Billionen. Oh, Billionen? Aber den Thronsaal kriegst du schon für 250 Millionen, Ronja. Das ist natürlich ein sehr günstiger Preis. Wie jetzt? Billionen? Ich habe jetzt gerade keine Billionen in der Tasche. Hm. Oh, der Master Bedroom. Hast du den schon gemacht? Den Master Bedroom hatte ich nicht. Ich habe nur den Beige. Oh ja, okay, der Master Bedroom ist nämlich auch. Den kannst du auch mal probieren. Ich versuche erstmal hier den Thronsaal. Bist du beim Thronsaal schon? Ich bin jetzt beim Thronsaal. Weil nein, als ob ich doch nicht rein. Ich gehe direkt für den Thron. Oh den leck ich auf, der ist 10 Millionen wert. Da sitze ich jetzt wahrscheinlich auch eine Weile dran an dem Thron. Oh, jetzt kaufe ich mir ein Pet. 150 Millionen nur. Alter, ich hätte so gerne dieses Royal Egg. Kannst du dir das leisten? Ich kaufe mir einen Emerald Bunny, der ist leider nur common. Dann kaufe ich mir noch einen. Ein Ruby Deer, okay. Der ist auf jeden Fall schon mal rare. Für eins habe ich noch Geld. Denkst du, ich kriege hier den 0,1% Engel? Denkst du, das ist der Engel, den wir haben? Ah, oh, nee, es ist noch ein Ruby Deer. Schade. Aber wir haben lange kein Klo mehr angeleckt, Ronja. Das vermisse ich irgendwie. Das vermisst du. Ja, das war. Das waren noch die guten alten Zeiten. Das waren die guten alten Zeiten, als wir noch zusammen die Klos angeleckt haben. Das war wirklich das schöne Erinnerung. Ja. Die Spiele sind jedes Mal, du fängst an mit so, ich hab 20 Münzen und du, ich hab 40. Oha, krass. Und dann später hast du, ach ja, meine 50 Billionen und ich. Ja. Wir sind hier am Chillen. Ronja, darf ich dir mein neues Unicorn zeigen? Oh mein Gott, ja, komm rein. Warte, ist das Fliegende? Nee, warte, ich bin hier an der goldenen Bank. Ich sehe, warte, in den Thronraum? Ich kann nicht in den Thronraum kommen, ich habe ihn nicht freigeschaltet. Warte, ich komme raus. Aber wenn du mal rauskommen würdest zum Pöbel, dann würdest du es sehen. Siehst du das? Ich habe ein Schwein. Oh mein Gott! Queen Unicorn. Oh mein Gott, du hast einen goldenen Waschbär. Oh, das ist richtig cool. Warte, ich muss kurz meine Bank fertig lecken. Einhorn, ja. Ja, leck du mal deine Bank fertig. Nicht, dass jemand mir die wegleckt. Das kann ja passieren. Okay, ich habe hier wieder genug Geld. Ah, ich habe hier gerade meine 5 Billionen einkassiert übrigens. Keine große Sache. Ah ja, 5 Billionen. Aber dann hast du ja bald genug, oder? Ja, ich habe genug. Ah nee, 25 Billionen kostet das Quatsch. Ich habe überhaupt nicht genug. Naja. Peinlich eigentlich auch. Du bist schon ganz schön arm, oder? Leider, ja. Ja. Das ist natürlich, ja, ist mir auch unangenehm. Ich kaufe mir jetzt noch so ein Royal Egg, weil ich möchte da das legendäre Pet rauskriegen. Oh, das wäre so nice. Nee, noch ein Bunny, okay. Ich versuch's nochmal. Ich habe so einen blauen Bär. Der ist aber schlechter als mein Dings, also bringt mir der nichts. Okay, verstehe. Ich mach noch ein Ei. Ich mach so lange Eier auf, bis ich hier ein Dings kriege. Super, was anderes als ein Ruby-Tier kriege. Das ist jetzt mein fünftes Ruby-Tier. Oh no, und das war den guten Egg. Ah, Emerald Bunny, noch einer. Komm in die Kompanie rein. Auf. Ah, Emerald Bunny, jetzt mein Geld leer. Super Shiny Sapphire Bear. Wirklich? Ja. Und du willst ihn sehen? Ja. Okay, ja, nee, den habe ich auch, Den hast du auch schon. Davon habe ich 4. Ich dachte nur, weil du super shiny gesagt hast, der ist mehr wert. Ja, shiny, super shiny. Ich habe noch einen Sapphire-Bär bekommen. Warte.
Es gibt hier eine Combine-Funktion für Pets. Wirklich? Also hier steht Combine All. Was heißt das? Ich will jetzt hier nichts riskieren. Ah, du kannst nicht, weil wir brauchen mindestens 5 von einem, um die kombinieren zu können. Oh, warte, dann kann ich dir welche schicken. Was, wovon hast du denn welche? Ich kann dir auch blaue schicken. Du kannst nicht combine. Warte, nimm mal meinen Trade Request an. Ich schicke dir welche. Ich habe hier 3 blaue und ich habe 5 grüne. So, rennen gegen die Zeit. Okay, jetzt habe ich alle. Okay, let's go. Okay, dann habe ich jetzt hier einen super shiny Ruby dir. Und der bringt... Oh mein Gott, der ist wirklich viel besser. Der ist doppelt so gut immerhin. Ah, die sind dann shiny einfach, oder? Ja, die sind shiny. Die bringen dann doppelt so viel. Nice. Okay, dann werde ich jetzt weiter hier Sachen im Thronraum horten. Und dann kann ich vielleicht noch ein paar Eier kaufen. Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen beim Eier kaufen. Ich will gar nicht lügen. Das macht mir große Freude. Okay, hier den Kronleuchter kann man nochmal mitnehmen. Vielleicht die Säule. Oh ja, die Säule sieht lecker aus. Marmor. Ist im Prinzip, weißt du, ist auch schön kühl. Das ist wie ein Eis. Nur aus Metall. Marmor? Mhm. Ja, ja, schmeckt gut. Was ist deine Lieblingseissorte? Meine Lieblingseissorte ist Ben & Jerry's Half-Baked. Das ist halb Vanille, halb Schoko, halb mit so Cookie-Dough-Stückchen und halb mit so Brownie-Stückchen. Und das ist irre lecker. Das ist die beste Eissorte der Welt. Da kann mir keiner was anderes sagen. Es ist so köstlich. Letztes Mal kein Witz, dann gab es irgendwie so einen Rewe-Gutschein, right? Wenn man ab 40 Euro oder sowas was hatte, gab es dann irgendwie einen Gutschein. Ja. Und dann, ich brauchte sonst nichts, deswegen habe ich für 40 Euro, und es gab gerade Ben & Jerry's im Angebot, habe ich dann irgendwie 10 Packungen Reis gekauft. Und dann habe ich die alle gegessen. Ja, ich gedacht habe, oh, die halten mir jetzt sicher für ein Jahr. Das ist, wird ja auch nicht schlecht, wenn sie ein Tiefkühler ist. Aber dann haben die nicht lange gehalten. Okay, Mann, ja. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch wieder im Fitnessstudio. Jetzt langsam schließt sich der Kreis, ne? Warst du schon im Ballsaal und hast da so ein bisschen was? Im Ballsaal? Nee. Ja. Verstehe. Der Ballsaal kostet natürlich 50 Millionen, aber das ist okay. Die 50 Mille hast du noch. Die 50 Mille habe ich noch. Das ist Kleingeld für mich eigentlich. Yeah, da sind wir. Hier kann ich einen schönen Banketttisch mir einverleiben. Genau. Und vor allem, da ist auch richtiges Essen. Oh, hier ist Buffet. Ja. Oh. Guter Tipp. Wir können mal was Vernünftiges essen. Okay, ich glaube, ich muss noch 3-mal meinen Koffer füllen und danach habe ich genug für die nächste Ebene. Ich meine, wie viel mehr kann die dir bringen? Für 25 Billionen muss das schon was Tolles sein. Okay, ich habe jetzt hier meine 25 Billionen gesammelt. Nice! Geh jetzt in Floor 4! Wenn das nicht der beste Floor ist, den ich jemals gesehen habe, dann weiß ich auch nicht. Der nächste kostet 35 Trillionen, werde ich hier schon mal spoilern, werden wir nicht mehr hingehen. Oh, hier sind Rolltreppen. Ich kann die Rolltreppen nicht essen. Ich kann aber den Parfümstand kann ich essen. Das ist hier so eine Art große Mall. Da ist ein Nagelsalon, da sind ein Zwiebelladen, ein Hundeladen, was halt in den Salon gehört. Ah, ne? Nice! Bücherladen. Einfach cool. Mhm. Ja, die Problematik ist hier nur, alles braucht sehr, sehr lange. Ich bin dumm. Man kann 3-mal klicken, dann gehen alle 3 Pets ran. Ja, natürlich. Ich habe die ganze Zeit nur 1-mal geklickt, gell? Ich schwöre, ich bin richtig dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, oh, ich fühle mich richtig doof. Warum? Ich hätte so viel schneller alles machen können. Ich sitze hier für Jahre. Nein. Oh no, wie schnell jetzt alles geht. Oh. Ich garantiere dir, ich habe auch garantiert zu dem Zeitpunkt schon 50 Kommentare, die alle sagen, hey, mach doch einfach alle dran. Das ist richtig, warum tust du das nicht? Hier kann ich leider keine Eier kaufen. Das ist eine große Enttäuschung. Eigentlich wollte ich hauptsächlich in die nächste Ebene, damit ich hier Eier kaufen kann. Da gibt es keine da? Nee, ich sehe keine. Doch, da oben. Hier, Cell. Aha, auf einer anderen Etage einfach. Jetzt habe ich hier nämlich ein paar Billionen zusammengesammelt und jetzt gehe ich hier nämlich Eier kaufen. Nice, siehst du? Cool, das kostet nur 150 Billionen. Das Ei. Okay. Ich habe gerade überlegt, das kaufe ich mir nicht, aber ich kaufe mir vielleicht das Rainbow-Ei. No! Warum ist alles so teuer? Ich habe jetzt einen Regenbogen-Cheater. Warte, okay. Hat's geklappt? Mhm. Nice. Und jetzt hole ich mir noch einen. Und zwar eine Regenbogenratte, die verbuggt ist. Aber okay, jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Jetzt gucke ich mal meine Pets. Equip Best. Der Regenbogen-Cheater und die Regenbogenratte sind jetzt hier ausgerüstet. Die bringen auch
bringen auch ganz gut was. Halt nicht so viel wie hier der Engel. Das Ding ist, ich glaube, man hat den Unterschied auch kaum gemerkt, weil der Engel halt 6 Millionen Strength hat und die anderen halt so 5000 oder sowas. Du merkst halt den Unterschied nicht, weil der Engel so krass ist. So, ich würde sagen, in die nächste Ebene komme ich aber nicht. Dann war es das hier mit dem Unlock-Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Yes. Falls ihr auch gerne Sachen unlockt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn nicht, dann ist das auch respektabel. Kann ich auch was verstehen. Was leckt ihr am liebsten an, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Was gibt es auch unbedingt Füße. Bei Easy vorbei. Da kommen nämlich auch coole Videos. Bitte nicht meine Füße. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.